herzlich willkommen, liebe Leute, hier im Rockhaus, hier wieder mal beim Local Heroes FS1 Goes Rockhaus, und wir beschäftigen uns wieder mal mit den neuesten heimischen Bands. Und wer sich fragt, warum wir jetzt alle hier mit Sonnenbrille sitzen, das hat einen Grund, und dieser Grund heißt Ray Shames. Hallo, schön, dass du ihr alle da seid. Guten Tag. Hallo. Bonjour. Schönen Tag auch. Ray, wir haben uns vor Ewigkeiten schon mal unterhalten. Ich glaube, es ist 3 Jahre, 4 Jahre, irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, 3 Jahre. Wie geht's dir euch? Was tut sich denn bei Ray Shames aktuell gerade? Uns geht's ausgezeichnet. Wir haben gerade wieder unsere neue CD am Start, Zirkus des Lebens, und sind damit gerade auf Österreich-Tour und haben den ganzen Wahnsinn, den wir da die letzten 3 Jahre erlebt haben, da hineingepackt und werden es heute zum Besten geben. Der Zirkus des Lebens, man verbindet ja mit Zirkus Verschiedenes. Wie ist der Zirkus für euch? Ist es ein lustiger, schöner, oder ist es so ein gruseliger mit Clowns und so? Es ist alles drinnen, das ganze Leben halt. Es ist zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend, verzweifelt, lustig, geil, alles. Also wie gesagt, wir wissen es auch nie genau, weil übrigens, ich soll die liebe Grüße vom Ray ausrichten. Ray kann halt nicht. Achso, der ist nicht da. Ray ist halt on Tour. Ah, okay. In London hat uns hier gebeten, dass wir heute das Interview machen. Okay, ja, aber Ray geht's gut, hoffe ich? Ihm geht's gut. Er hat natürlich mit der Kohle, die er die letzten 3 Jahre gemacht hat, sich ein Penthouse in London gekauft. Und, ja, ich meine, ich spiele bei Local Heroes. Da muss man halt auch sagen, was die Arbeit halt dafür, damit halt dann der Chef, dass dem halt gut geht. Die Obergreiner hatten zu ihrer Hochzeit 13 Partien am Start, die dann parallel getourt sind. Aha, das habe ich nicht gewusst. Wahnsinn. Aber es ist gut, dass der Chef wenigstens Geld mitgegeben hat. Also das dann könnt ihr euch da wenigstens dann CD kaufen für andere. Geld beruhigt es dann schon. Ja, gut. Es ist ja so, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, da war es eigentlich genremäßig, wenn man so sagen kann, Elektropop. Hat sich da was geändert eigentlich? Wie ist die Musik denn in den letzten Jahren gewachsen? Nachdem die Zeit härter wird, sind wir auch ein bisschen gitarrenlastiger geworden und haben ein paar Rammstein-Einflüsse dazu genommen. Aber es ist jetzt dann jetzt Elektropop-Rock. Ja, ist auch schön. Also nicht Mini-Rock, sondern Rock. Ja, aber das nennt man dann, glaube ich, musikalischen Weiterentwicklungsprozess. Es kommt ja, aber Sie, wissen Sie, wir haben unseren Horizont erweitert. Bitte entschuldigen Sie, können Sie irgendwie hier... Die CD ist aus Gold, deswegen ist sie so schwer. Sie schaut sehr schwer aus, muss ich sagen. Ja. Ist ja sehr viel drinnen. Ja, anzunehmen, drin. Anzunehmen. Übrigens bei iTunes und Amazon downloaden, bitte. Zirkus des Lebens. Oder im Rockhaus vorbeischauen, das geht auch. Das würde sich auch anbieten, genau. Es ist ja so, bei euch, bei dir, es sind eigentlich fast nur deutsche Texte. Oder auf dem Stand, also auf dem ich war, wie ist es jetzt beim neuen Album? Ist es nach wie vor eine Überzeugungssache, auf Deutsch zu singen? Oder ist es... Ja, nach wie vor. Wir haben ein paar englische Einwürfe, aber das nur der Lustigkeit wegen und damit wir sozusagen in London am Ray auch hin und wieder was schicken können. Aber sonst ist das Ding authentischer, wenn wir es auf Deutsch machen. Okay. Was ich bei Ray Shames immer wieder sehr faszinierend finde, es ist ja die Grafik und Anführungszeichen, ob das jetzt Video oder ob das auch das Cover ist, es hat sehr was von Pop-Art eigentlich. Ich würde sagen, es hat sich ein bisschen verändert, aber ist es auch so, ich finde, es passt insofern ganz gut zum Zirkus des Lebens, auch in der grafischen Aufbereitung. Aber ist es auch ein bisschen ein Stilmittel, um dem Chef, dem Ray, also in London, zu huldigen, zu würdigen? Ja, es ist ja grundsätzlich so, wenn wir auf Tour gehen, dann können wir einen Ray einspielen. Und das ist natürlich erstmal hilfreich, ja, weil da müssen wir nicht alle, und in der neuen Zeit wird ja alles digital, virtuell. Und wir könnten ja theoretisch eigentlich, reicht man gar nicht da sein. Ja, das kann nicht, gell? Ja. Stell dir mal vor. Ja. Wir könnten das eigentlich alles einspülen und könnten gleichzeitig woanders sein. Das ginge. Technologisch ginge das. Stell dir mal vor, wie das erst in 10 Jahren sein wird. Ja. Weil dann könntest du, glaube ich, auf drei Kontinenten spülen und seid aber immer noch woanders. Sind wir dann alle in London? Ja, hoffentlich, oder? Wobei London, nein, Kanada eher. Kanada. Kanada ist besser, ist weil... Ist momentan sicherer, glaube ich. Ja, wirtschaftlich, ja. Sozial, ja. Wir bereiten schon vor. Neuschottland, wir haben den Wolf hier vorgeschickt. Der war schon auf Tour dort. Ja. Möchtest du kurz erzählen von Neuschottland?
Ja, ist wunderschön dort. Schöne Seegrundstücke und so, sehr zu empfehlen. Super. Ja. Super. Also das ist finde ich auch verantwortungsbewusst. An die Zukunft denken, nachhaltig, also das ist schon, muss schon sein. Ja. Die Frage, die mir jetzt sehr aufdrängt, wir sind heute im Rockers bei den Local Heroes. Was ist jetzt der Bezug von Ray James zu Salzburg? Warum darf Ray James seine Band hierher schicken? Ich bin gebürtiger Innviertler. Die Dennis ist aus Bad Häusern. Also bitte, um die Ecke. Und wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile schon das fünfte oder sechste Mal im Rockhaus gespielt. Wir sind ja heuer, darf ich nicht so laut sagen, 30 Jahre on stage. 30 Jahre. 30 Jahre sind es schon. Stimmt, ich weiß, das letzte Mal, wie wir gesprochen haben, war das auch schon verdammt lang. Ja, das heißt, ich habe mit 0 Jahren begonnen, sofort auf die Bühne zu gehen. Nein, eigentlich minus 5 eigentlich, ja. Oder? Also ich meine, sagen wir uns ehrlich. Ich bin der heilige Rupert aus Salzburg. Ja? Ja. Das ist ganz wichtig. Das sagst du jetzt erst. Ja, aber man will ja nicht erkannt werden. Ich meine, deshalb haben wir eigentlich die Sonnenbrille auf, weil wir wollen eigentlich auch nicht erkannt werden. Aber jetzt, wo du sagst, nein, ist eh logisch. Klar. Aber dann kann man ja das wieder zusammenfassen und auch vielleicht ein bisschen mit dem Überbegriff des Zirkus des Lebens. Was ist denn jetzt da? Was will eigentlich der Chef mit seiner Musik eigentlich so? Was nehmt ihr euch da mit aus der Musik? Was sollen sich die Leute, die das da hören, mitnehmen? Gibt es da einen Masterplan? Es ist Musik für jedermann, das kann sich jeder hinein assoziieren, wie es so schön heißt. Jeder kann sich selbst finden, Assoziationen sozusagen in seinem Leben. Jeder hat das schon erlebt, Liebe, Leid, tja. Und da ist für jeden was dabei. Zum Mitnehmen oder sich zum Annehmen und schauen, was das ist die Frage. Wird? Manche nehmen sich was mit. Manche können damit gar nichts anfangen. Ray James liebt man, da hasst man. Gibt's nichts dazwischen? Wird uns auch immer wieder gesagt. Ja, aber wenigstens sagt es wer. Ja, ist so. Na, besser so als anders. Ja, stell dir vor, es war anders. Also, so ist es. Dann muss man so froh sein, dass es so ist, weil, richtig, weil wo kann man da hin? Übrigens, was machst du heute? Was ich heute mache? Ja, Backstage und nochmal. Ich sprich da so mit. Okay. Echt so, weil der Ray kommt nur dann, wenn ein paar Groupies auch da sind. Und so. Ja, wenn ich das in London, das geht sich nicht mehr aus. Naja. Obwohl, wer beim Ray kann man. Ich weiß, da kann man sich nicht sicher sein, was der da. Könnte ich mal aufrufen und sagen. Schauen wir. Aber na, schauen wir. Nachher. Die Lufthansa streikt ja heute. Oh, Lufthansa streikt, sorry. Ja, da haben wir. Ja, deshalb, ja, sag ich ja, geht nicht. Aber okay. Ja, aber danke mal, wäre halt was, hilft nicht. Ja, wenn jetzt die Lufthansa nicht mehr streikt, so, falls dann wieder die Wege frei sind nach London, wo verschlägt es euch denn hin? Morgen spielen wir in Bayern. In Bayern? Im Lokschuppen in Simbach. Sehr schön, sehr schön. Sind wir die Headliner bei einer Ü30-Party. Ich glaube, da darfst du noch gar nicht rein. Da darfst du noch gar nicht spielen. Aber okay, das ist schön, weil dann... gibt es die Möglichkeit, euch auch zu sehen, falls man heute nicht kann. Und was jetzt ganz spannend wird, wenn der Ray eigentlich nicht da ist, wie wird es dann live werden, wenn Ray James auf der Bühne ist? Ja, ich muss ran. Weißt und du? Ray, spielen wir ein. Spielt ein? Ja, okay. Wir haben es erst noch probt. Wir werden Backstage noch ein bisschen proben, weil so ganz drauf habe ich das noch nicht, aber... Das wird schon. Also, gutes Gefühl, dass das... Ich arbeite, wir haben ja noch eine Stunde Zeit oder anderthalb Stunden. Kann man noch viel machen. Ja. Super. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch ein großartiges Konzert. Schöne Grüße dem Ray, falls wir uns nicht mehr sehen. Also das finde ich ist ganz wichtig. Also sag bitte Hochachtung und, Glückwünsche zur CD. Also das ist schon, ist mir persönlich wichtig. Es freut uns auch, dass wir diesen Widerhall in den Medien finden. Das taugt uns total. Danke, ja, danke dafür. Braucht man. Also dafür sind wir da. Ein Kollege von dir hat halt gesagt schon, das erinnert er an Stromberg, mein Cartoon. An da warst Stromberg? Du netter. Nein, da war ich netter, aber... Ich glaube, ich weiß, was er meint. Ja. Ja, und um jetzt nicht bei Stromberg zu bleiben, sondern zurück zu Ray James zu kommen. Viel Spaß mit Ray James. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich jetzt auf die nächste Nummer. Sie ist grandios, furios, furios, Weltklasse, Weltspitze. Willkommen in meinem Traum.
willkommen, man glaubt es kaum. Hereinspaziert, bitte nehmen Sie doch Platz. Platz. Willkommen in meinem Traum. Willkommen, man glaubt es kaum. Hereinspaziert, bitte nehmen Sie doch Platz. Platz. Nehmen Sie doch Platz. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Unwirklich, 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 unwirklich. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Unwirklich, 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 unwirklich. Willkommen in meinem Traum. Willkommen, man glaubt es kaum. Hereinspaziert, bitte nehmen Sie doch Platz. Platz. Doch Platz. Willkommen, willkommen. Hereinspaziert, hereinspaziert. Ja, haben Sie Ihr Gewissen schon an der Garderobe abgegeben oder haben Sie eh keins? Tja, das ist die Frage. Wir sind hier im Zirkus des Lebens, so auch der Titel unserer aktuellen CD. Im Moment mit Sonnenbrille geht es eigentlich besser. Ich bin geblendet durch eure Schönheit. Der Titel der aktuellen CD Zirkus des Lebens, wir erzählen hier Geschichten von Ray. Ray ist ein Bankensherpa oder so irgendwie, der ist dort, weil die Luft so dünn ist und ist relativ viel unterwegs. Er ist übrigens gerade von Bahamas Richtung Panama unterwegs mit dem Geldkoffer. Lasst euch ganz, ganz lieb grüßen, kann leider halt nicht da sein, und wünscht uns aber eine geile Party. Das Leben ist... Move your body. Move your body. Und jetzt! Alle! Alle! Ich sitz heute wieder in meinem Auto und sehe, wo ich hin soll. Dann dreh ich halt ein klein bisschen lauter. Das Leben ist heute nur toll. Toll! Toll, toll, toll! Toll. Der Mond ist wieder mal voll. Die Welt, sie dreht sich weiter und weiter. Ich find das einfach nur toll. 1000 people on the dance floor. 2000 people on the dance floor. 1000 people on the dance floor. Got the rhythm on the dance floor. Sing the rhythm on the dance floor. Dance floor.
Der Mond ist wieder mal voll. Der Mond ist wieder mal voll. Die Welt, sie dreht sich weiter und weiter. Ich find das einfach nur toll. Ich find das einfach nur toll. Lang sie kommt niemand ran. Doch vor der Kamera zeigt sie, was sie kann. Ja, ja, ja.
Champagner gönnen natürlich auf der Bühne, weil man kommt ja sonst zu nichts. Ja. Eben, also Ray hat natürlich neben dem Job auch ein Thema mit den Frauen. Ist natürlich klar. Da ist dieses Model, das in ihn verguckt hat, weil er, man sagt, er schaut recht gut aus, aber bin mir nicht sicher, vielleicht ist es auch der Bursche. Man weiß es nicht genau. Man weiß nicht. Auf jeden Fall muss natürlich das direkt in einen Rosenkrieg münden und in Komplikationen münden, das ist absolut klar. Und Ray hat das nicht immer alles im Griff. Also übrigens, wir machen einen Test hier. Wir haben da so verschiedene GoPros, wo wir da direkt auf der Bühne aufnehmen und im Klo und überall, wo wir sind. Aber es ist auch ein Fernsehteam da. Ich weiß nicht, ob das live eingespielt wird. Ich hoffe nicht. Gut, auf jeden Fall, Ray hat natürlich Frauenthemen und als das nächste... der nächste Zweier-Package ist ein Lied für Scheidungsgeplagte. Ich weiß nicht, ob ein paar Scheidungsgeplagte unter euch sind. Baby, lass mich allein. Und das andere heißt, ich will alles nur für mich. Wenn ich wieder bei mir bin, kommst mir wieder in den Sinn. Ich weiß nicht, was ich für dich noch fühl. Ja, wenn ich deine Stimme höre und dann diese Worte spür, denk ich mir, das ist mir zu kühl. Wenn ich wieder bei mir bin, kommst mir wieder in den Sinn. Ich weiß nicht, was ich für dich noch fühl. Stimme hör und dann diese Worte spür, denk ich mir, das ist mir zu kühl. Baby, bitte lass mich allein. Baby, das kann alles nicht sein. Das ist schon jämmerlich. Ich weiß nicht, was das alles noch soll. Was ist noch von mir? Bin ich dein Souvenir? Ich weiß nicht, was das alles noch soll. Baby, bitte lass mich allein. Oh,
alles. Yeah. Ich will alles, nur für mich. Ich will alles. Ich will alles. Yeah. Ich will alles. Das Universum, das wär schon gut. Das viele Geld reicht nicht allein. Ich will mehr, ich will alles sein. Die Welt allein ist mir nicht genug. Das Universum, das wär schon gut. Das viele Geld reicht nicht allein. Ich will mehr, ich will alles sein. Ich will nicht genug. Ich will schon gut. Ha. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Danke, danke. Entschuldige, die Welt brauche ich wieder zurück. Ja, das ist, so leicht kann ich die Welt nicht hergeben. Das ist also, naja, das ist so eine Sache, nicht? Also, sagen wir so, der Ray ist ja sehr sensibel und wie gesagt, er wollte herkommen, aber kommt nicht. Und wir sind da sehr viel in den Medien gestanden. Ich muss da ein bisschen was vorlesen. Da steht, im Grunde genommen ist es ja auch schon wieder erstaunlich, dass es heutzutage immer noch Scheiben gibt. Also das ist die CD. Die tatsächlich gleichzeitig irritieren, provozieren und verwirren. Naja, der sich hier Ray James nennt, ist nämlich ein verkappter Comedian, der aus irgendwelchen Gründen Musik macht. Dazu treibt er bemerkenswerten Aufwand. Die Frage ist allerdings, warum er das tut. Gut, das, ja. Ray James hasst man oder liebt man? Und dann die Damen. Die Damen haben uns immer besonders lieb. Das ist Englisch, für die es nicht verstehen. Some songs on Zirkus des Lebens remind me of Falco or Udo Lindenberg. An amazing album. Tja. Und jetzt ein Song, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Schauen wir mal, zum Mitsingen. Ich war zwei Wochen auf diesem Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt. Wie letztes Mal. Baby! Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns in altbekannten Wind. Entlang der Gassen zu den reinen Terrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, zu drehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten, um abzuhören.
heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Ciao, ich trag dich durch die Meute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, drehen unsere Kreise. Dann wäre los. Da, 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 leise. Tauchen und sind schwerelos. An Tagen wie diesem wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht. Steht, fühlst du die Einsamkeit?
sei zu allem bereit. Wenn du die Töne siehst und die Farben hörst, alles in dir fühlst und nur das Schöne bist. Nur ach das Schöne, nur ach das Schöne, nur ach das Schöne, nur ach das Schöne. Tja, Ray hat Gott eine Message geschickt. Er ist schon in München. Allerdings, er kommt nur vorbei, wenn sich genug Groupies einfinden. Also der Backstage-Bereich wäre hier links. Also bitte jetzt schon anstellen, falls dann zu viel wird. Es kommt jetzt schon unsere letzte Nummer. Was wir nicht vergessen dürfen, wir haben auch ein bisschen Merchandising.
Wir haben diese formschöne CD und diese Sonnenbrille mit einem Ray, nicht Ray-Ban, sondern Ray-James-Zeichen, um sage und schreibe 15 Euro im Package. Also die Dennis ist da nicht dabei, die ist unbezahlbar. Ja, also, ja, so. Ja, normalerweise verteile ich jetzt Mana-Waffel, aber im Zuge der fortgeschrittenen Zeit werden die Mana-Waffel dann fürs Publikum. Fürs hier Mannerschnitten, ein Moment, und dann, Vorsicht jetzt, das fliegt dir. Okay, dann nur eins, okay, Moment. Also, die Musiker kriegen es mal, aber wenn Sie jetzt, bitte. Gut, also ich brauche jetzt eure Unterstützung. Der letzte Song heißt Wir sind da, geht es um Schizophrenie, mancher von euch kennt es vielleicht. Also wir haben doch alle mehrere Egos, mehrere Ichs. Die Damen müssen hier singen. Also hier. Wo sind die Damen? Hier. Damen, hier. Hier. Okay, und die Männer da. 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 Ja, die sind ja, Warte. Geht schon besser. So, und ich merke es dann eh, wann das kommt. Dann also brauchen wir nicht testen. Also, letzter Song. Gestaltet wir sind's, unser Name ist wie. Wie Schizophrenie, denn wir sind Twins. Paranoid, halluziniert, zu affektiert, ein wenig morbid. Doch wir sind hier, wir sind da. Wir sind hier und wir sind da und wir sind irgendwo im Nirgendwo. Unser Geist ist geteilt, manchmal ambivalent, auch inkonsequent, ihr oft verweilt. Paranoid, halluziniert, zu affektiert, ein wenig morbid. Doch wir sind hier, wir sind da. Wir sind hier und wir sind da und wir sind irgendwo im Nirgendwo. Oh yeah. Wir sind hier, wir sind da. Ja, wir sind da. Wir sind hier und wir sind da und wir sind irgendwo im Nirgendwo. Wir sind. Wo sind die Damen? Wir sind hier! Wo sind die Herren? Da!
Ah, achso. Jetzt hätte er mich schon angezogen, also. Das war's. Der letzte Song, also ganz letzte Song, geht's natürlich um Liebe. Aber Liebe ist nicht einfach. Ist immer auf und ab. Also ihr müsst kämpfen. Ihr müsst für die Liebe kämpfen. Also nicht mit Waffen, sondern habt euch alle lieb, gerade in unserer Zeit, wo eh jeder nur mehr auf sich schaut. Kämpft für die Liebe, denn du weißt es. Was mache ich hier bloß ohne dich? Ist das wirklich schon abänderlich? Was immer du nur alles fühlst, auch wenn du mich jetzt nicht mehr willst, was haben wir zusammen gelacht und miteinander Zeit verbracht? Für uns war nichts zu schwer, wir wollten mehr und mehr, alles war so klar, wir waren uns so nah. Habt euch lieb.